Das ist ein riesig komplexes Thema. Es geht um eine kurze Frage. Hochdeutsch. Muss. Okay, wir versuchen es. Französisch spreche ich nicht. Spanisch auch nicht. Es geht um Silotin-Moratorium. Es ist eine Initiative der Vorbereitung. Über die möchten wir reden. Wir möchten ein bisschen die Grundlagen bekannt machen und so weiter. Ich erzähle kurz, wer wir sind, und dann kommen wir zur Präsentation. Mein Name ist Giorgo Raniadis. Ich bin fast 50 Jahre alt, Ingenieur HTL, bin bei all diesen digitalen Themen unterwegs, bin in der digitalen Gesellschaft, ich bin bei der Piratenpartei aktiv dabei, Internet Society und vieles andere, und engagiere mich jetzt seit über einem Jahr eigentlich in diesem E-Voting-Moratoriums-Grüppchen, das unterdessen zu einer großen Gruppe wurde. Mein Name ist René Roth, ich bin ein bisschen älter, aber ich habe etwa den gleichen Beruf hier und auch jetzt neuerdings das gleiche Hobby. Ich bin digital unterwegs und was bei mir speziell ist, ich habe 20 Jahre für die Armee gearbeitet, das war insbesondere IT-Sicherheit und war am Schluss eigentlich der Verantwortliche für die operative Cyberdefense in der Führungsunterstützung und kann da ein bisschen etwas erzählen, ja, was man sich so unter IT-Sicherheit vorstellen kann und was eben nicht. Okay, also jetzt, über was sprechen wir beim E-Voting? Es ist definiert als eine Methode zur elektronischen Stimmabgabe, manche nennen es eben E-Voting, manchmal I-Voting, wenn man übers Internet abstimmt, oder Cyber-Voting ist ein Begriff, das seit einigen Wochen jetzt herumkreist. Man tut also sein Stimmrecht via Computer, Tablet oder sonst irgendein elektronisches Gerät übers Internet wahrnehmen. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass man durch solche Technologien die Stimmbeteiligung erhöhen könnte, dass man günstiger produzieren kann oder dass irgendwas vereinfacht wird oder optimiert wird für Auslandsschweizer, für Behinderte, Sehbehinderte insbesondere und ähnliches. Das ist E-Voting. In der Schweiz haben wir eigentlich die klassischen Abstimmungen irgendwo vor 25 Jahren mit der brieflichen Stimmabgabe ergänzt, wo man sein Stimmrecht auch via Brief, Postweg oder direkt auf der Gemeinde mit dem Einwurf in den Briefkasten wahrnehmen kann. Im Jahr 2000 wurde dann ein Projekt Vote Electronic lanciert, wo man dann gesetzliche Grundlagen erarbeitet hat für den dritten Stimmkanal, also das elektronische Abstimmen. Und seit 2004 laufen einzelne Tests. Am Anfang waren die sehr klein, mit einer Eigenentwicklung in Genf. Später kamen dann größere Gruppen von Kantonen dazu, die es mit verschiedenen Softwarelösungen probiert haben. Im 2015 wurde die gesetzliche Grundlage so verschärft, dass man gesagt hat, die Lösung mit dem Unisys-System, die funktioniert nicht, ohne das Stimmgeheimnis zu brechen. Das Stimmgeheimnis ist etwas sehr Essentielles in dem ganzen Abstimmungsprozess. Und seither leben wir eigentlich mit einem Duopol Genf, von der Genfer Lösung, die teilweise Open Source war, und der Lösung von der Post, über die im Moment in den Medien sehr viel polemisiert wird. Das Genfer System soll aufs nächste Jahr abgeschaltet werden, also hätten wir am nächsten Jahr ein Monopol der Postlösung. Praktisch sieht es dann so aus, dass man anstatt die gewöhnlichen Stimmunterlagen als E-Voter erweiterte Stimmunterlagen bekommt. Zum Teil, das ist jetzt die Genfer Lösung, da gibt es eben so ein Rubbelfeld. Und dann gibt es riesige Anleitungen, wie man dann wirklich überprüfen soll, dass man auf der richtigen Voting-Seite ist mit diesem Zertifikat, Schlüssel prüfen. Das Lustige ist ja eigentlich auf der gleichen Seite, wo das Zertifikat drauf ist, ist auch die Anleitung, wo ich sehe, ob dieses Zertifikat da jetzt gültig ist. Oder das ist die Logik der Sicherheitstechnik bei diesem System. Bei dem Postsystem sieht dann die Lösung ein bisschen anders aus, bis vor kurzem.
hat man da mit Zahlencodes abgestimmt. Das heißt, ich habe nicht ein Ja oder Nein gesetzt, sondern so Zahlenkombinationen. Daraus hat sich dann das System errechnet, ist das jetzt eine Ja- oder Nein-Stimme. Dieses Sicherheitselement fliegt raus in der nächsten Version, die jetzt aktuell diskutiert wird. Und es läuft eigentlich daraus heraus, dass man irgendwo ja von 30 bis irgendwie 300 Codes für eine Wahl, also Nationalratswahl, man nimmt, muss man ein paar Codes weniger eingeben, aber man muss eben noch sehr viele Codes handeln und überprüfen. Wenn man jetzt dieses E-Voting einführt, muss man ein paar Grundannahmen treffen. Die E-Voting-Befürworter sagen, das haben wir vorhin gesehen, die Bürger folgen exakt einer Anleitung, machen keinen Fehler. Der Bürger ist so kompetent, dass er weiß, was er tut und kein Virus und Trojaner auf seinem Gerät hat. Okay. Der Bürger versteht das System, die Architektur und so weiter und vertraut dieser ganzen Lösung. Und schon kommen wir ein bisschen ins Dribbeln, weil das Vertrauen in irgend sowas ist natürlich ein bisschen schwieriger zu gewinnen als das Vertrauen in ein paar Zettel Papier. Und am Schluss muss man noch annehmen, das System sei sicher. Da hören wir nachher noch sehr viele Details dazu. Und dann gibt es noch die Annahme, dass in diesem ganzen Prozess, wo wir bei der Abstimmung haben, alles sicher und gewissenhaft abläuft. Also man hört ebenso häppchenweise wieder von Problemen bei Abstimmungen. Kürzlich haben wir erfahren, dass in St. Gallen die Stimmenden nicht einmal mit dem Stimmregister abgeglichen werden. Also es gibt heute in Gemeinden, in Kantonen, Wildwuchs, jeder macht es ein bisschen anders. Und schon das alte System funktioniert nicht immer optimal. Und das ist jetzt ein Foto von einem E-Voting-Auszähltag in Genf. Da ist irgendwie der Computer abgestürzt, die einen sind Kaffee trinken, die anderen und die anderen schauen ein bisschen ratlos rein. Was sind dann die Probleme? Das System könnte in der Theorie sicher sein, aber wie sieht das dann in der Praxis aus? Sind die Computer sicher? Ist das Internet sicher? Vertrauen Sie wirklich, dass das, was Sie abschicken, auch dort so gut, wie Sie es abgeschickt haben? Wie ist die Mensch-Maschinen-Interaktion? Gibt es da von Anleitung bis zur Eingabe, bis zu diesen Prüfcodes, die man dann verwenden muss, wirklich keine Probleme? Und dann, das hätte ich ein bisschen schöner mit schwarzem Kissen machen können, Blackboxes. Heute sind diese Systeme, diese ganzen Lösungen Blackboxes. Also der Bürger weiß fast nichts, was da abläuft. Die Experten wissen einiges, was da abläuft, aber es gibt wahrscheinlich in der Schweiz keinen Mensch, der versteht, was beispielsweise beim E-Voting von A bis Z alles abläuft. Und was wir auch erkannt haben jetzt in den letzten Monaten, man darf nicht scheitern. Es ist ein politisches Prestigeprojekt, das unbedingt durchgezogen werden muss. Es gibt Risiken bei Abstimmung, beim Auszählen, durch Codemanipulationen. Ein sehr großes Risiko ist es, das Abstimmungsgeheimnis zu verlieren, das Stimmgeheimnis. Ich habe ein bisschen festgestellt in der Debatte, wem das Stimmgeheimnis nicht wichtig ist, der ist eher pro E-Voting. Wir können einen Test machen hier, dann ist das Stimmgeheimnis wichtig. Doch einigen, das erstaunt mich, weil ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich dafür oder dagegen bin. Und wer ist pro E-Voting? Also ich sehe keine Korrelation, wow. Also auf jeden Fall, es ist eine Frage von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in diese Kisten, in diese Blackboxes. Und das ist wahrscheinlich das Thema, das uns in den nächsten Monaten sehr stark beschäftigt. Gehackt wird überall, das wissen wir alle, dass man da nicht lesen kann, da oben. Das heißt, das war irgendwie ein Text, das ist irgendwie so einem Snowden Leak, E-Voting Backs to be Mined, das kam irgendwie von der NSA oder sonst einem Geheimdienst, Passwords, es gibt alles Mögliche, das gehackt wird. Und das Ganze kann man dann in Relation zu den Kosten, zum Nutzen stellen. Ja, was kostet denn eine Abstimmung zu gewinnen, eine Wahl zu gewinnen? Also, ein Parlamentarier investiert vielleicht 100.000 Franken und bekommt dafür 50.000 Stimmen und sitzt im Parlament im Wert. Also kann man sagen, eine Stimme kostet 2 Franken. Ja, wenn ich mir diese
Stimme auch für einen Franken bei einem Hacker kaufen kann, wieso soll ich eine Kampagne fahren? Das kann man runterbrechen und dann gibt es so Abstimmungen wie das Radio-Fernsehgesetz, ist ja nicht so wichtig, aber sagen wir, der EWR-Beitritt 1992 mit ja, ein paar tausend bis 10.000 Franken, hätte man da was an manipulieren können mit ein paar hunderttausend Franken, wären wir heute im EWR. Einfach mal so gemappt auf diese Lösung. Wie kann man diese Probleme lösen? Man kann den Code öffentlich machen. Die Frage ist dann ja, ist das System nur ein bisschen Programmiercode oder ist das System nicht das ganze Paket aus Prozessen, aus Druckereien, aus was auch immer noch darin ist? Wie geht man mit der Transparenz um? Wie geht man mit dem Vertrauen um? Im Moment wird von uns verlangt, wir sollen den Experten vertrauen, denn die wissen, was sie tun. Oder glauben wir ein paar Nerds, die halt irgendwo auf irgendwelchen Kanälen sehr aktiv sind. Im Moment wird die Debatte stark von Juristen geprägt. Hoffen wir, dass alles funktioniert oder ignorieren wir einfach, wie es weitergeht. Und man merkt auch eine sehr starke Abschiebung der Verantwortung. Ja, das ist Kantonsaufgabe, ja, das ist Bundesaufgabe, ja, hier haben wir ein Zertifikat von der KPMG, das Problem ist nicht existent. Und jetzt möchte ich gerne an René Droh ein bisschen übergeben zum Thema Sicherheit. Ja, eben, also es wird immer gesagt, ja, dann macht doch ein sicheres E-Voting-System, wenn ihr findet, es sei nicht sicher. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, also was ist überhaupt Sicherheit? Also Sicherheit ist eigentlich der Kehrwert von Summe aller Risiken. Jetzt haben wir vorhin gesehen, was es für Risiken gibt, also die Risiko, das Risiko der Manipulation, des Kompromittierens des Abstimmungsgeheimnisses. Es gibt eben noch andere. Man kann einen ganz einfachen Defacement, könnte man irgendwie die Abstimmung ins Lächerliche ziehen, also die Demokratie als Institution eigentlich diskreditieren. Und jetzt ist die Frage, ja, wie groß sind die Risiken? Ja, ist nie etwas passiert, 200 Abstimmungen gemacht, nie etwas passiert, also ist das Risiko null. Oder? Das sind die Risiken der Vergangenheit, wo ich stark anzweifle, dass nie etwas passiert ist, weil dann hätte man etwas wirklich erfahren, wenn da etwas passiert wäre. Ich kenne keinen, der zuständig gewesen wäre und interessiert gleichzeitig an einer solchen Meldung in die Öffentlichkeit. Also natürlich ist nichts passiert. Nein, man muss die Risiken messen an den aktuellen und an den künftigen Möglichkeiten. Und zwar nicht nur des Zufalls, das auch, es kann was passieren, ein Mensch macht einen Fehler und dann passiert irgendein furchtbares Ding, alles ist falsch. Aber es gibt noch Gegner. Und ja, da ist die Frage, was, erstens, wer könnten die sein, zweitens, was könnten die machen und drittens, wenn ich mich jetzt in die Person eines Gegners versetze, was muss ich haben? Es braucht einfach zwei Sachen. Ich muss es erstens wollen, das heißt, ich habe einen Anreiz und der hat irgendeinen Preis, aber wir sehen ungefähr, was für Preise das da in Frage kommen. Wenn ich eine Flugzeugbeschaffung mache, ist der Preis noch viel, viel höher. Und dann gibt es noch staatliche Einrichtungen, die kennen eigentlich gar keine Preise, die machen das einfach, weil sie es wollen. Und dann muss er es noch können, aber er muss es nicht unbedingt selber können. Ja, man kann das ja vielleicht einkaufen als Dienstleistung. Von jemandem, der es darf. Da ist nur die Frage, gibt es eben einer von den hunderten Millionen Internetbenutzern, der da ein bisschen mehr kann als nur so ein bisschen Hobbyhacken? Und die Antwort ist ja selbstverständlich, gibt es diese und wir kennen sie auch. Und dann heißt es, ja, das sind doch alles Restrisiken, oder? Und da möchte ich mal eine Lanze pressen für den Begriff Restrisiko. Ein Restrisiko ist ein Risiko, das man eigentlich nicht spezifizieren kann, aber man weiß, dass es trotzdem gibt. Das heißt, welche Leute reden am meisten von Restrisiken? Das sind die, die eben die Risiken nicht sehen. Dann sind es Restrisiken. Aber das sind Risiken, die wir sehen. Also wir haben gesehen, was man alles machen kann und die Anzahl der Möglichkeiten, wie man es machen kann. Da kann man so in etwa sechs großen Szenarien aufteilen. Und jedes von diesen Szenarien hat eine unendliche Menge an kleinen Hilfsmitteln und Exploits und was man alles braucht. Jetzt, wenn wir uns schnell anschauen, ja, was sind das eigentlich für Bewegungen, die da, von denen, die das dann können, dann haben wir das, wenn wir
Cyberdefense eigentlich in fünf Kategorien eingeteilt. Das ist die Bedrohungsklasse 1, das sind Leute, da können Sie heute Abend anfangen, wenn Sie nicht schon weiter oben sind, und etwas herunterladen, und dann sind Sie bereits, haben Sie Werkzeuge und werden staunen, was Sie da alles finden im Internet, ohne dass Sie überhaupt nur irgendwas verstehen von der ganzen Netzwerktechnik und Informatik. Da kann es Werkzeuge geben. Die sind natürlich dann nicht ganz geeignet für gute Systeme, dann wirklich zu kompromittieren. Wenn Sie aber länger üben, dann haben Sie noch dazu Motivation, Wissen und Erfahrung, dann können Sie schon einiges mehr machen. Und das sind aber immer noch nicht die Gegner, die wir da bei Niemanden vermuten. Das sind die Gegner, die da diese Post-Test haben. Da kommen jetzt 3500 Hacker, die haben sich Webseiten gekauft, die können vielleicht auch tatsächlich etwas und wissen etwas von den Sachen und die werden jetzt da irgendwie irgendwelche Tests machen. Allerdings nur diejenigen, wo man eben schon weiß, das sind die ganz schwierigen. Und dort werden Sie vielleicht wohl keine überwältigenden Erfolge erzielen. Und alles andere ist ja verboten bei diesem Intrusion. Also, sinnlos. Jetzt kommen wir dann zur Klasse 3. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in Kasachstan leben und gute Ausbildung haben, ein super IT-Crack sind, aber natürlich keinen Job, weil das gibt nicht so viele Jobs, was können Sie machen? Ja, Sie können sich irgendeinem so ein Netzwerk anschließen, das eine kommerzielle Berechtigung hat. Und wenn Sie Glück haben, wenn der Staat nicht so genau hinschaut, was Sie da machen, dann sind Sie so quasi in einer, sagen wir, cyberkriminellen Organisation, die haben dann nicht nur das Wissen, sondern die haben auch Netzwerke und die haben Geld. Die machen Geld mit diesem Geschäft, die haben Personal und die können dann schon einiges mehr machen. Und von denen gibt es durchaus solche, die können sich am besten auch mit der Bedrohungsklasse 4, nämlich solche, die dann noch zusätzlich geheime Informationen haben. Und diese geheimen Informationen, das sind alle die Schwachstellen, die es da in der ganzen Mainstream-IT gibt und die man zum Teil kennt. Es gibt da jedes Jahr 10.000 neue Liste der NIST. Und die sind dann zum Teil geflickt, wenn Sie das dort sehen, aber es gibt sicher auch so viele, die sind erstens noch nicht geflickt oder sind vielleicht nicht so gut geflickt. Da gibt es solche, die man halt doch noch nicht hat, weil man sie noch nicht veröffentlichen will. Und dann gibt es solche, die sind da irgendwo abgezweigt worden von irgendwelchen, sagt dann das, der industriell-militärische Komplex. Tja, und dann gibt es noch die können dann wirklich, oder? Da sage ich nichts dazu. Das sind die. Ich glaube, das weiß jeder, wer das ist. Und jetzt ist die Frage, wo, an welcher Front kämpfen wir eigentlich da? Wir reden von der IT, die man sicher machen muss. Und wir haben eigentlich, wir sehen das Risiko, dass es uns dann nicht gelingt, die IT sicher zu betreiben. Also wir sehen, dass das Cyber-Defense-Potenzial vielleicht nicht geliebt. Jetzt schauen wir mal, wie das die Amerikaner sehen. Die Amerikaner sehen so, dass sie sicher sind, wenn sie sicher sind, dass sie überall reinkommen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass niemand kommt und irgendwelche IT betreibt, wo man das nicht kann. Das ist die amerikanische Sicht der Sicherheit. Und jetzt ist die Frage, ja, wer sitzt am längeren Hebel von diesen zwei Sichten? Der amerikanische Dollar, der in diese Cyber-Attack-Potential investiert wird, der hat vielleicht die hundertfache Wirkung von dem schweizerischen Franken, der in die Cybersicherheit investiert, und zwar wieso? Der andere hat auch eine Methode, die er besser kennt als der Verteidigung. Eine, da hat er einen anderen. Der Verteidigung hat alle Methoden, die sie dann verwenden. Das ist quasi unmöglich. Das kann man vergessen. Und jetzt überlegen wir noch, wo sitzt die Kompetenz aller Mainstream-Technologie? Ich sage nicht, die Schweiz könnte das nicht auch. Aber da müsste man ganz anders investieren, da müsste man dann eigene Firmen haben, die eben auch solche Betriebssysteme und Hardware und alles hatten wir mal vor 30 Jahren. Dann kam der große Knick, weil wir wollten ja das Fernmeldegesetz, dann ist alles frei. Das hat zu Preissenkung geführt, das hat zu Boom der Wirtschaft geführt, das ist alles richtig, aber die Sicherheit haben wir vergessen, die ist nicht mehr da.
Und das kann man machen. Also wie gesagt, ich war 10 Jahre lang da der Chef von dem CERT-Team. Und CERT heißt Computer Emergency Response Team. Also man hat eine Antwort. Also man kann zwar keine Sicherheit garantieren, aber man hat eine Antwort, wenn etwas passiert. Und was brauche ich dazu? Ja, ich brauche eine Sensorik, so viel zu merken, was passiert. Also da braucht es ganz viele Überwachungsinstrumente. Zwar nicht um die Leute zu überwachen, sondern um die Computer zu überwachen. Und am Schluss will ich eine quantitative Aussage machen können, wenn irgendwas passiert. Dann will ich wissen, wer ist betroffen, wann ist er betroffen, wie viele. Und dann kann ich eine Abschätzung machen, was der Schaden. Die Frage ist einfach, wie teuer kommt das dann? Also ich kann eine Zahl geben, wir haben 10.000 Endgeräte, die überwacht wurden. Wir haben eine zweistellige Millionenzahl investiert und eine einstellige Millionenzahl für den Betrieb pro Jahr. Stimmbürger haben wir 500 Mal mehr. Ja, das können Sie selber ausrechnen, muss nicht linear sein, aber es wird auf jeden Fall verdammt teuer, wenn wir so etwas machen wollen würden. Und das ist noch die Frage, ja, wollen wir das überhaupt? Also, dass solche Überwachung da aller Stationen, die da irgendwo mit IBO denken, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehrheitsfähig ist. Und dann müssen wir wissen, was wir dann machen, wenn wir wissen, was los ist. Die Ankündigung einer Untersuchung, wie sich die Bundeskanzlei vorsieht, ohne jegliche Kommentierung, was das sein soll, ja, das wird es ja wohl nicht sein, oder? Und dann brauchen wir noch eine Einigkeit, dass es unserer Demokratie entspricht, dass zum Beispiel der Bundeskanzler sagt, wenn ich 10 Meldungen habe, dann wiederhole ich die Abstimmung. Ja, ist das sinnvoll oder nicht? Also da müssten wir noch etwas zu sagen haben. Und das haben wir alles nicht. Das wird alles per Testbetrieb wird das jetzt eingeführt und nachher noch abgesegnet, indem dann kein Referendum geht gegen dieses Gesetz, das jetzt neu kommt. Und darum müssen wir erstens mal von etwas von der Armee lernen, nämlich das sogenannte AEK-Prinzip. Die Aussage, Mainstream-IT kann nicht sicher betrieben werden, da wir die Kompetenz dazu gar nicht haben. Eine Erkenntnis ist daraus, wir, das Stimmvolk, bräuchten, das Konjunktiv, bräuchten eine lückenlose Kontrolle, weil wir ein unsicheres IoT-System haben. Man kann natürlich dann kontrollieren, wenn man das könnte. Und Konsequenz, bei E-Voter steht die Transaktionskontrolle im Widerspruch zum Stimmgeheimnisanspruch. Darum verzichten wir auf E-Voter. Ja, was Stimmgeheimnisanspruch verzichten, aber wie gesagt, das wird niemand. Wir haben nur diese Alternative, verzichten auf E-Voter. Ja, jetzt komme ich wieder ins Spiel. Also wir haben im Moment ein bisschen die Wahl zwischen einem klassischen Papier-Voting, das ist jetzt die Bundesratswahl, links, die sehen alle glücklich aus, oder einem Raum mit Computer, wo keiner versteht, was passiert. Also es geht wieder ums Vertrauen. Ich glaube, bei der linken Version, da können wir jetzt einen 10-Jährigen von der Straße holen und sagen, er hat jetzt gesagt, wer der Gewinner ist. Bei der rechten Version weiß ich auch nicht, wie ich ein Problem löse, wenn es dann unklar würde. Es geht also ums Vertrauen und dieses Vertrauen versuchen wir jetzt mit einer Initiative zu lösen, die eigentlich sagt, wir verbieten die elektronische Stimmabgabe, das für 5 Jahre, das ist da der erste Verfassungsartikel, dann die Verwendung elektronischer Verfahren zur Stimmabgabe ist verboten und unten kommt dann ein ziemlich großer Block mit Übergangsbestimmungen, ich glaube unterdessen ist der definitiv. Aber es heißt eigentlich drin, man muss nachvollziehen, also der gewöhnliche Bürger sollte nachvollziehen, muss nachvollziehen können, wie das System funktioniert. Was ist noch drin in den Übergangsbestimmungen? Ja, also die Nachvollziehbarkeit, sonst noch was. Ja, auf jeden Fall, was wäre die Alternative zu dieser Initiative? Wieso sind wir wirklich so weit gekommen, dass das passiert? Wenn wir die jetzt nicht lanciert hätten, haben wir bereits heute die Freigabe von der Bundeskanzlei, dass in 2/3 der Kantone 50% der Stimmbürger elektronisch
elektronisch abstimmen dürfen. Und wir reden vom Testbetrieb. 2/3 der Kantone, 50% der Stimmbürger. Das soll ein Testbetrieb sein gemäß Bundeskanzlei. Und dieses System, das die Post jetzt auf die, sagen wir mal, Hackerleute loslässt, das soll die Freigabe für die 100% gesamtschweizerisch bedeuten. Und das ist inakzeptabel. Dieses System sollte in diesem Herbst bei den Nationalratswahlen in Betrieb sein. Und wir als Bürger haben praktisch keine Alternative zu so einer Initiative, um politisch Druck aufzusetzen und das System irgendwie auch mit einer 5-jährigen Verzögerung vielleicht nachträglich zu ändern. Und was da jetzt nicht steht, ist, dass bei diesem Komitee, könnt man auf die Website schauen gehen, iwt-moratorium.ch, es sind also von den JUSO bis zu der, neuerdings ist sogar die EDU dabei, also von ganz links bis ganz rechts, von ganz konservativ bis progressiv, ich spreche da als Piraten, sind alle dabei. Und das ist das, was wir jetzt auf dem Tisch haben. Ich kann noch ein paar Slides zeigen, oder die Post, Twitter, da so Sachen, ja, der Bürger ist dann selber schuld, wenn er sich irgendwie ein Trojaner oder ein auch bekanntes Plugin irgendwo runterlädt oder einholt. Die NSA wird nicht als Bedrohung angesehen, also ich meine, wenn irgendwo die Amerikaner für 5 Millionen Franken Kampfflugzeuge verkaufen wollen, habe ich das Gefühl, die NSA in diesem Liga spielt mit. Aber eben, die Post hat eine andere Ansicht. Es gab einen Hacking-Leak, also einen Leak. Ich meine, die Post hat diesen Code auf ein öffentliches Repo gestellt, eine halbe Stunde später hat sie gemerkt, dass sie das Flag falsch gesetzt hat und dann war es irgendwie plötzlich geschlossen. Dieser Code, der ist dann irgendwie auf anderen Kids irgendwo rumgegeistert und jeder unabhängige Analyst, der das Zeug angeschaut hat, der sieht nur rote Fahnen überall herumwerden, sieht ein Chaos in 250 bis 500 Zeilen Codes, ich habe selber noch nie angeschaut. Es ist auf jeden Fall sehr viel Material, das jetzt irgendwo untersucht wird. Und gemäß Matthew Green, das ist der Mathematiker und der John Hopkins, glaube ich, der sagt einfach, ja, ich wünsche uns viel Erfolg beim ersten Chocolate King zu wählen. Ja, vielleicht damit, nein, aber das E-Voting mit diesem Herbst so nicht funktionieren. Dafür stehe ich persönlich hin. ja, es gibt dann noch viele andere kleine Sachen. Das ist jetzt Gesetzestext wegen der Offenlegung. Ich habe das einfach mal vorbereitet, so falls wir wirklich noch um diesen Penetration-Test sprechen müssen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten für Fragen. Eine Minute, was meint die Redaktion? Hat es überhaupt noch Fragen? 2 Minuten sind okay. Ja. Ja, ich habe eine kurze Frage und zwar, also ihr verlangt ja ein Moratorium, also aussetzen für eine gewisse Zeit. Kann ich daraus schließen, dass ihr grundsätzlich nicht E-Voting komplett ablehnt oder sagt ihr, das ist technisch nicht möglich? Die Meinung gibt es ja auch. Ja, also ob es technisch möglich ist oder nicht, da habe ich jetzt eine momentane aktuelle Meinung, aber wir wollen ja nicht irgendwie die Zukunft versperren für irgendwelche Leute, die dann mal irgendwas entwickeln, weil da sind die Schweizer sehr sensitiv, wenn man irgendwie die Zukunft verbaut, also wollen wir einfach grundsätzlich die Zukunft nicht verbauen, aber im Moment sehe ich nicht jetzt eine Lösung, die da aktuell. Und das ist so formuliert, dass das Parlament, wenn es die Konditionen erfüllt, also dass das System sicher ist, dass es nachgewiesenermaßen sicher ist und dass es durch den gewöhnlichen Bürger nachvollziehen werden kann, vielleicht gibt es das in 5 Jahren, vielleicht auch erst in 10 Jahren und vielleicht auch gar nicht, das Parlament kann selbstständig entscheiden, diesen Verfassungsartikel wieder aus der Verfassung zu kippen. Wenn wir dann da nicht mehr einverstanden, könnten wir gegen die Löschung von diesem Artikel wieder das Referendum ergreifen. Aber das, was jetzt dann passiert, das ist der einzige politische Prozess, wo wir als gewöhnliche Bürger noch eingreifen können. Ich wollte fragen, ob man Erkenntnisse aus Deutschland, wo ja das Computer-Massaker stattfand und so, also ob man die irgendwie einbauen kann in die Debatte oder ob man da wirklich
ich noch separat für die Schweizer Systeme argumentieren muss? Oder kann man sagen, schau mal, in Deutschland, da war es auch komplett im Chaos, oder schau mal, wo auch immer. Ja, die Politiker wissen natürlich, was rund um die Welt irgendwie beim E-Voting passiert. Und die Medien sind sehr intensiv dran, das auch aufzuzeigen und zu sammeln und so. Und ich glaube einfach, man kann sicher niemals eins zu eins vergleichen. Und es gibt auch in der Schweiz irgendwelche Leute, die bereitstehen, wenn irgendwie jetzt dieser Public Intrusion Test nicht zu dem Resultat führt, die dann eben wahrscheinlich irgendwie mit anderen Angriffen beweisen werden, dass es Probleme geben könnte. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, was es noch bräuchte, um die Meinung zu kippen. In Parlamenten, bei uns ist ja alles sehr föderalistisch organisiert, der Bund, die Kantone, die Gemeinden, jeder hat zum Teil andere Systeme, andere Prozesse. Dort passiert meines Erachtens nach im Moment ein bisschen ein Umschwung. Man beginnt nachzudenken und das könnte uns in die Hände spielen. Also im Endeffekt kann man sagen, in Deutschland, eigentlich nur Deutschland, Niederlande, USA, also überall, wo es probiert wurde, ist man ja sozusagen gegen vorgegangen und hat einfach mal Sicherheitslücken bewiesen. Und immer, ich fand gut den Punkt, den du hingewiesen hast, also ne, diese Nachvollziehbarkeit ist natürlich ein Ding, den man sonst immer in den Skat drückt. Und darum ist halt in Deutschland so die Clubmeinung ganz klar, wir wollen keine elektronische Wahl ohne Paper Trail. Also das Elegante an dieser Lösung finde ich, jetzt wird ja irgendwie vom Bund her und so weiter einfach gewurstelt und die Kriterien, die bleiben ein bisschen auf der Strecke natürlich dabei, weil gewurstelt wird. Und das Gute finde ich hier, dass einmal die Kriterien definiert werden und dann sagt man ja im Prinzip, ja, wenn man das hier erfüllt und im Hinterkopf hat man vielleicht, das ist vermutlich gar nicht möglich, aber wenn, voilà, dann machen wir es. Aber man kehrt das so wie einmal um und setzt den Maßstab und sagt, ja bitte, erfüllt diesen Maßstab, dann ist alles gut. Und der Maßstab ist jetzt gesetzt. Ich finde das so eine sehr gute Lösung, wie du gesagt hast. Also die Offenheit ist ja im Prinzip da. Wir verbauen niemandem was wirklich mit dieser Initiative. Es handelt sich genau um eine Beweislastung. Genau das. Nicht, wir müssen beweisen, dass das nicht funktioniert, sondern Sie müssen beweisen, dass es funktioniert und etwas bringt. Das macht das. Über das haben wir jetzt nicht gesprochen. Ich habe es am Anfang mit drei Fragezeichen hingestellt. Ja, was bringt es denn? Und ich habe das Gefühl, wir werden immer die Ecke den Auslandschweizern nicht helfen. Ich sehe da andere Lösungswege als Sie wollten. Wir wollen den Blinden nicht helfen. Es gäbe noch andere Möglichkeiten, aber also es gibt das sollte jetzt nicht die Debatte sein, habe ich das Gefühl. Es gibt eine Studie aus der Uni Lausanne und dort hat man sich gefragt, ja warum gibt es bei einigen Kantonen da eine ablehnende Haltung und bei anderen eine zustimmende Haltung. Und dann hat man da ganz viele Hypothesen gemacht und am Schluss sind alle Hypothesen rausgeflogen und es gibt nur eine Erklärung. Die Kantone folgen dem Zeitgeist, außer sie sind überzeugt, es ist nicht sicher genug. Das ist der einzige Grund, warum man da ganze Übung machen. Okay, wir müssen, glaube ich, die Debatte beenden für heute. Die zwei Präsentatoren